Ja, hallo, ich bin's wieder, Thomas von TomToTom Games und ihr seid in der 9. Folge mit dabei. Der 9. Folge dieses Let's Play zu Centurion, Defender of Rome. Einem Strategiespiel aus dem Jahre 1990 vom Publisher Bits of Magic und Electronic Arts ist das. Ja, ihr seht, wir haben die Truppen ja jetzt weit verteilt. In der letzten Folge haben wir es einmal geschafft, hier im Osten unser Reich noch weiter zu erweitern. Bis nach Syrien, also Provincia Syria. Und ganz zum Schluss dann noch die britischen Inseln zu erobern. Das ist natürlich sowieso ganz großartig. Ich hoffe jetzt eigentlich, dass das einigermaßen friedlich bleibt. Dass ich hier, das sieht gerade nicht so aus, aber das wird schon werden. Dass ich hier vielleicht meine Legion wieder stärken kann. Die habe ich, die hat ja den, das jetzt erstmal erobert, diesen Zug. Dass ich nächsten Zug, also die wieder stärken kann, aufs Schiff verlade und dann einfach mal hier unten nach, also ins heutige Marokko ist das, glaube ich, Mauretania, Provincia Mauretania, mal runterfahre und von da aus mal Richtung Karthago gehe. Auch aus der anderen Richtung versuche ich ja Richtung Karthago zu ziehen. Ja, irgendwo müssten wir jetzt auch unsere Konsularsarmee haben. Ich habe aber überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo die rumhängt. Das könnten wir eigentlich mal hier schauen. Das ist sie nicht. Sie steht immer noch in Sizilien rum. Ja, da steht sie ja gut. Da können wir die eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Mit der sollten wir ja eigentlich irgendwo Sachen erobern. Hier unten steht die rum. Und hart den Dingen, die da kommen mögen. Wo können wir denn damit hin? Nirgendwo können wir damit hin. Ich glaube, ich habe mich verklickt. Ja. Damit können wir eigentlich nur nach Italien ziehen. Jetzt müssen wir mal eigentlich mal schauen. In Italien hatten wir ja jetzt zuletzt mal wieder einige Überfälle. Deshalb ist die Armee da immer noch nicht wieder in voller Stärke. Und vielleicht machen wir es einfach mal so, dass ich die nach Sizilien versetze. Na, macht er nicht. Okay, und dann die erste gallische nach Italien. Dann haben wir zumindest mal da, wo die meisten Angriffe stattfinden, eine große Armee. Das ist ja schon mal erstmal gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht noch Truppen haben, die wir nutzen können. Hier gibt es nicht genug. Also irgendwo müssten wir nämlich jetzt mal eine von den Armeen auch noch vielleicht upgraden. Ich meine, ich versuche das hier mal. Ah ja, super, hat geklappt. Ja gut, da fehlen jetzt noch 1500 Infanteristen und nochmal 176 Kavallerie, also berittene Legionäre, aber die kriegen wir schon irgendwo her. Da mache ich also jetzt nicht so große Sorgen, das schauen wir mal. Die Armee hier, die können wir auf jeden Fall, warum ist die da oben, ist die Frage. Die ist ready, da gibt es aber nur 50 Rekruten, das hilft uns also überhaupt nicht weiter, also kann die auch wieder weitergehen Süden ziehen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch ein paar Soldaten mehr bekommen. Die Armee hier ist vollkommen ausgestattet sozusagen. Aber hat diesen Zug schon was gemacht. Und diese Armee können wir noch irgendwo hinziehen. Die ziehen wir auch mal hier in den Mittelmeerraum runter. So. Ja. Jetzt könnten wir im Prinzip mal einen Zug nochmal weitergehen ins Jahr 217 vor Christus und dann würde ich anfangen, mal sehen erstmal, was passiert dann. Hier unten gibt es ja, da gibt es erstmal Ägypter auf Schiffen, die machen, glaube ich, Stunk. Und dann gibt es hier die Karthager, die machen auch Stunk. Ja, mal schauen. Ja, gehen wir ins Jahr 217 vor Christus. So, die haben zum Glück nicht angegriffen, weder die Karthager noch die Ägypter. Dafür gibt es hier unten direkt nochmal Truppen. Na, mal so. So. Ah, Kyrenaica, okay.
Also erstmal nutzen wir hier die Truppen, um wieder. Das sind sogar genug, um eigentlich ein Upgrade zu machen. Zack. Sehr schön. Ah, die habe ich ja. Ja, super. Naja, hätte ich besser andersrum gemacht. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Na gut, dann können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Die sind immer noch rebellious. Da wäre es vielleicht sogar schon fast eine Frage, ob wir da mal ein paar Spiele machen. Zumindest eine Gladiatorenshow vielleicht. Mal sehen, ob das damit dann etwas besser wird. So. Jetzt hier. Ach, die sind nur weak. Ja, da will ich auf gar keinen Fall irgendwie meine Armee verbessern, denn das verbessert sie ja nicht. Was war mit denen? Die waren voll ausgerüstet, voll in voller Stärke. Die können also einen weiterziehen. Und hier habe ich jetzt, wie viele? Ach ja. Ja, die sind natürlich nicht. Die erste spanische, die ist noch nicht wieder in voller Stärke. Hier kriegen wir auch nur 87 Soldaten. Das hilft uns also nicht weiter. Ich glaube, die werden da mal. Die müssen wir da echt wegziehen. Irgendwohin, wo es Soldaten gibt, die man gebrauchen kann. Nirgendwo hier, interessanterweise. Hier vielleicht? Ja. 1200 in Thrakia. Na, dann müssten wir hier mal die erste spanische darüber ziehen. Da müssen wir nach Thrakia. Und dafür ziehen wir hier mal nach Thrakia. Und mit der hier, die wollte ich ja stärken. Achso, das war diesen Zug. Also ich bin so ein bisschen verwirrt gerade. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erst machen wollte. Wie sieht es denn hier aus? Die ist auch überhaupt gar nicht. Ach, jetzt habe ich die wieder. Ja, wir kommen ins Jahr 216. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass die Ägypter jetzt hier irgendwo einfallen. Okay, die Rom langweilt sich ein bisschen. Das stört mich nicht so sehr. Nee, möchte ich nichts mitmachen. Jetzt möchte ich hier die stärken. Die sind immer noch rebellious, hat also nicht wirklich was gebracht. Aber jetzt haben wir da eine ordentliche Armee. Dafür haben wir mal wieder nicht genug Schiffe, um die da wegzukriegen. Ach, da hätte ich auch mal drüber nachdenken können eigentlich, ne? Jetzt hab ich zu wenig Schiffe, um die da oben wegzuschiffen. Zu verschiffen wieder. Na, dann warten wir nochmal 3, 4 Jahre und bauen noch ein paar Schiffe. Das geht ja auch. Diese Armee wollte ich ja nach Thrakia. Die erste spanische soll ja Richtung Thrakia ziehen. Und dafür soll hier die zweite gallische Richtung Front sozusagen ziehen. Hier hatten wir jetzt eine Armee noch. Ach ja, die ist noch nicht in voller Stärke. Aber schon wieder fast. Also können wir die auch, die können wir im Prinzip auch hier weiter nach vorne ziehen lassen. Und da haben wir einmal die makedonische, die erste makedonische. Und mit der könnten wir jetzt eigentlich versuchen, hier mal nochmal was zu reißen in Arabia. Sind die Inseln denn auch? Nee, ne? Komisch, ne? Die sind nicht blau umrandet, aber das scheine ich auch nicht erobern zu müssen einzeln. Nee. Korsik, Sardinien. Ach ja, Sardinia. Was ist denn mit. Bin ich irgendwie falsch? Also ist das nicht Korsika? Nicht Sardinien? Ja, hier. Das, naja. Gut. Muss ich vielleicht in Erdkunde noch mal ein bisschen Nachhilfe nehmen? Wie machen wir das? Erstmal, wie viele kriege ich denn auf das Schiff drauf? Ach, die haben schon was gemacht, diesen Zug. Hier. Ja, ich kann schon wieder nichts mehr machen. Die hier können wir noch ziehen lassen, glaube ich, ne? So, 215. Ah, jetzt ziehen die mir hier entgegen. Die marodierende Armee der Ägypter in Arabia jetzt. Ich denke, die wird hier, werden jetzt ja hier da bald einfallen. Und ich glaube, ich komme denen mal zuvor und nehme hier mal die Armee, die erste sardinische, die zwar nicht in voller Blüte steht,
Aber dann, ich habe ja dann noch eine Armee, um hinterherzuziehen im Notfall. So kann ich also hier die marodierenden Truppen schon mal stoppen, bevor die direkt in meine eroberten Gebiete einfallen, in denen ich vielleicht gerade keine Truppen habe. Also dann möchte ich ja lieber die Kontrolle darüber haben, was hier passiert. Ja, und da ist es direkt soweit. Wir kommen dorthin. Aha. Ja, jetzt haben wir ein paar Berittene mehr. Aber viel mehr auch nicht, ne? Wir waren jetzt ja auch nur. War ja bei weitem nicht vollzählig auch, die Armee. So, oh, das ist gut, ja. Der Hauptmann geht direkt voran. Das ist sehr gut, denn meistens ist es schlecht für den Hauptmann und schlecht für die Moral bei den Gegnern. Der Keil hat schon mal funktioniert und jetzt würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze hier und entlasten die Mitte ein bisschen, indem wir dann nachrücken. Und dann ist es auch schon gelaufen, fertig. Die wehren sich schon gar nicht mehr. Sehr gut, auch wenig Verluste. Und jetzt sind wir damit in der Provincia Arabia. The wealth of Arabia is small, the army is strong and the soldiers are known for their lack of courage. Das passt ja auch nicht zusammen, ist eigentlich total unlogisch. Wie kann denn die Armee stark sein, wenn die Kämpfer nicht irgendwie mutig sind? Also, naja, gut. Wir machen nicht lang rum, sondern greifen an. Und zwar mal wieder mit dem Keil. Ja, das sieht schon nach einer knappen Sache aus. Die haben vor allen Dingen sehr viele Reiter. Ich versuche es jetzt auch wieder mit einem Keil. Der Hauptmann ist leider ziemlich hinten. Das heißt, das wird jetzt nicht so laufen, dass wir den erst umhauen und dadurch alle fliehen. Das wird also doch durchaus jetzt knapper Kampf. Aber wir haben ja noch eine Armee, um sonst hinterherzuziehen. Ist ja eben der Vorteil jetzt, ne, an unseren vielen Armeen, die wir haben. Ah, jetzt ist der Hauptmann doch gefallen. Und jetzt hauen alle ab. Das ist ja erfreulich. Dann geht das ja glimpflich aus. Oh, nur 290 Casualties, das ist natürlich super. Das müssen wir auch alles nicht auffüllen. Und damit ist diese auch in unseren Händen. Aber leider stand es ja schon in der Beschreibung, Courage Weak, das hilft uns natürlich auch nur so zum Teil weiter. Gut, wir sitzen das hier jetzt mal aus. In Rom sollen wir Spiele abhalten, halte ich nichts von. Und hier brauchen wir mehr Schiffe. Ich finde die Schiffe ehrlich gesagt wichtiger. Und deshalb würde ich auch sagen, wir bauen einfach noch ein paar. Einfach mal nach Gallien. Die bauen sehr tolle Schiffe, da habe ich gehört. Und wir könnten, glaube ich, 10 Stück bauen. Dann haben wir zwar überhaupt nichts mehr übrig, aber geht. Haha. 10 Stück. Und jetzt, wie viel müssen wir jetzt noch? Haha, ja. Okay, brauchen wir noch 6 Schiffe, dann können wir auch die Konsularsarmee transportieren. Das wäre natürlich super. Die wären beide ready und jetzt kann ich die erste spanische hier nach Thrakia dann schon mal schicken. Hier können wir auch 1900 rekrutieren. Okay, das reicht auch schon fast aus, aber jetzt ist uns das Geld ausgegangen. Und damit müssen wir wohl ins Jahr 214 vor Christus. Ich hoffe die ganze Zeit nicht von diesen beiden Flotten angegriffen zu werden. Das würde mich jetzt ein bisschen nerven. Aber wahrscheinlich können wir nichts daran ändern. Ja, bald müssen wir da tatsächlich was machen, glaube ich. In Rom, sonst rasten die uns aus. Was? Ach, irgendwelche Spiele. 87 Talente sind jetzt auch nicht die Welt, ehrlich gesagt. Vielleicht nehme ich dann Medium Chariot für 10 und Race Now. Ich bin gespannt. Das letzte Mal haben wir ja gut geführt, als wir das letzte Wagenrennen hatten. Das ist, glaube ich, schon sicherlich 2, 3, 4, 5 Folgen her. Da haben wir geführt zwischenzeitlich. War allerdings, glaube ich, mit einem großen Wagen. Das Problem war dann hinterher allerdings, dass wir irgendwie in Runde 2 oder so mit bombastischer Führung. Wie bremse ich denn jetzt? Ah, okay. Dass wir da irgendwo gestrandet sind, mal wieder. Dann lag hinterher unser schöner Fahrer mitten auf der Straße.
So, jetzt die Gerade entlang, das ist immer gut. So, okay. Nochmal ein bisschen die Peitsche geben. Ach, das ist diese Minigames. Ich hasse sie. Oh ja, wir überholen den. Auf der Außenbahn. Grandios, grandios. Erste Runde ist um, sieht man unten am umgedrehten Fisch. Aber ganz schön langes Rennen. Ganz schön langes Rennen. Ich hoffe, das halten wir durch. Oh, da kommt er wieder ran. Aber dafür überholen wir den anderen. Ach, ist das knapp. Was sind wir eng beisammen? Oben in dieser Mini-Grafik, wo man nur so einzelne Pixel sieht, da sieht das, sah das gerade gar nicht so aus, als seien wir so nah mit dem roten. Der hängt doch jetzt arg zurück eigentlich. So. Der hat ja auch eigentlich nur ein Light Chariot und wir haben Medium. Aber gut. So. Auf die Bahn wieder, auf die Gerade. Also bisher muss ich ziemlich wenig machen, sag ich mal. Zweite Runde auch geschafft. So wären wir zumindest schon mal Zweiter. Das wäre ja auch schon mal ganz nett. Einfach mal ankommen. Ich glaube, ich bin noch nie hier angekommen in diesem Minigame. Das wäre also schon eine ganz neue Erfahrung, einfach mal in meinem Wagenrennen anzukommen, statt irgendwo blutend auf der Strecke liegen zu bleiben. Tja, Ist denn dann noch eine Runde oder ist es dann geschafft? Wenn ich das hier alles verstehen würde. Ah ja, okay, man muss also... Ach nee, da hinten ist die Ziellinie. Okay, ja, der ist jetzt im Ziel. Okay, ja gut, dann werden wir Zweiter, aber auch mit ordentlichem Vorsprung vor dem Dritten. Ja, a creditable second. Wunderbar. Ja, mal sehen, ob denen das reicht, ne? Das war jetzt nicht so mega teuer. 77 Talente haben wir immer noch. Ich denke, da kann man nicht meckern. Ja. Hier haben wir ja so eine Riesenarmee. Die hätte ich eigentlich ganz gerne mal... Ich hätte mal ganz gerne irgendwo eine vorne... Wo ich erobere auch eine von diesen richtig großen Armeen, aber es sieht ja im Moment nicht so aus, als würde mir dieser Wunsch erfüllt. Bisschen schade, ehrlich gesagt. So, was ist in Syrien jetzt? Haben wir eine vollzählige. Und damit könnten wir doch hier jetzt mal unauffällig aus Versehen... Ups! Oh, wie konnte das passieren? Naja. Da ist dieser schöne Leuchtturm und die haben, glaube ich, eine ganz tolle Bibliothek, die da so... Die haben einiges an Comics da rumliegen. Wobei ich gehört habe, dass die da zwischendurch mal brandgefährlich renoviert haben. Aber gut. Also, the wealth of Egypt is legendary. The army is strong and the soldiers are known for their tenacity. Ich bin gespannt. Es könnte auch sein, dass die auch wirklich eine richtig große... Armee haben, dass man da also vielleicht nicht hinkommt mit dem, was wir jetzt so... Och, ne. Das kann natürlich jetzt auch am Schwierigkeitsgrad liegen. Wir haben ja den Schwierigkeitsgrad ziemlich niedrig stehen. Da kann es natürlich sein, dass deshalb auch die gegnerischen Armeen nicht so umfangreich sind. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn ich die Ägypter überfalle, also wenn ich versuche, Ägypten als Provinz zu erobern, dann gibt es sicherlich eigentlich ein bisschen mehr Gegenwehr als das hier. Aber vielleicht ist das auch nur in meiner Vorstellung so. Ah, meine Reiter, die gehen da jetzt an der rechten Flanke, die, das wird wahrscheinlich nicht so... Oh, doch, ist gut gelaufen. Hätte ich nicht gedacht. Die waren ja so ein bisschen in die Zange genommen. Und da hatte ich gedacht, das würde nicht klappen. So, jetzt nochmal frei, damit hier auf der rechten Seite... Jetzt wird das, glaube ich, für die Reiter nicht so... Das ist nicht so prickelnd. Ja, da habe ich sie verloren. Aber jetzt ist gelaufen für uns. Super. Und damit haben wir dann auch Ägypten erobert. Die Pyramiden sind in unseren Händen. Das einst glorreiche Ägypten ist nur noch eine Provinz Roms. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich hier das Kleopatra scheiße drauf ist. Ne, sind... Sie sind gar keine Ägypter. Ich dachte, das wären Ägypter gewesen. Naja. Ich glaube jedenfalls, dass die jetzt gleich hier einfallen werden. Aber da habe ich ja meine Konsularsarmee. Das macht mir also gar nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt. So.
Die Armee ist dieses Jahr, sage ich schon, ja, ist ja auch richtig, dieses Mal schon zum Zug gekommen. Diese hier können wir nochmal stärken. Jetzt reicht hoffentlich das Geld, ja. Jetzt sind die komplett aufgefüllt, auch das ist gut. Und vom Rest könnten wir nochmal 3 Schiffe bauen. Eins, zwei, drei. Zack. Bleiben noch 14 übrig. Jetzt weiß ich nicht, was hier unten passiert. Ob man von Mauretanien hier rüber kann. Ich meine, also eigentlich ist da Wasser zwischen. Ich halte das für unwahrscheinlich. Man kann ja schlecht rüberfahren. Aber in so einem Spiel ist natürlich immer einiges möglich. So. Ja, wir haben das Jahr 214 und wechseln jetzt in das Jahr 213 vor Christus. Habe ich jetzt gemacht? Falsch geklickt. 213. Ach, die wollten eine Gladiatorenshow und kein Wagenrennen. Dabei hat mir das Wagenrennen so viel Spaß gemacht. Finde ich nicht gut jetzt. Naja, jetzt versuche ich hier erstmal meine Legion wieder zu stärken. Klappt auch und zwar direkt auf volle Stärke. Das ist natürlich sehr erfreulich. Ich bleibe jetzt erstmal da in Ägypten rumstehen und sammle erstmal meine Kräfte. Die sind alle weak da. Das ist echt nicht gut. Die sind good. Auch aufgefüllt, okay. Ja, ich hätte so gerne noch so eine Konsularsarmee mal vorne irgendwo an der Front. Was habe ich denn? Ja, wo habe ich denn meine Legion List? Ich glaube, ich habe jetzt zwei. Ne, ich habe ja noch eine. Wo stehen die denn? In Arabia steht noch eine, die nur nicht vollzählig ist. Arabia, das ist hier. Ah, die sind weak, okay. Die sind good, aber nur 800. Die sind good und 400. Ja, ich ziehe mal nach hier und dann kann ich die Armee da gleich stärken einmal. Das läuft schon. Die sind ja vollzählig, da ziehen wir da mal mit. Und die sind auch wieder vollzählig und die ziehe ich auch mit nach da. Jetzt werde ich einfach einmal im Mittelmeer rumziehen und dann wird Karthago bald in Schutt und Asche liegen. Etwas Sorgen mache ich mir hier hinten in Spanien, wenn da jetzt die Karthager gleich anlegen werden. Oder die Mauretanen oder wer auch immer. Irgendwer will immer mein schönes römisches Reich kaputt machen. Erstmal haben wir noch 93 Talente, also wir haben eine ganze Menge Talent, wie ihr merkt. Und da könnten wir noch ein bisschen Flotte bauen. Und zwar so 4 Stück. Und jetzt gucken wir mal, ob das schon reicht, um die Armee da drauf zu packen. Oh ja. 6000. Dann haben wir die Konsularsarmee direkt an Bord. Und jetzt schippere ich einfach mal dahin. Zack. Oh. Wie haben die das denn jetzt geschafft? Jetzt sind die darüber gehuppelt. Und das reicht ja nicht, um hier eine Armee. Also, das sind ja nur 3800. 3400. Ach, das ist doch schon wieder alles totaler Mist. Trotzdem denke ich. Ja, dann packe ich die mal auf dem Festland hier. Zack. Und jetzt ist es blöd. Also wenn ich die jetzt aus Italien abziehe, na gut, ich habe noch meine Garnisonsarmee. Müssen wir mal so machen. Jetzt habe ich hier natürlich wirklich ein Bollwerk, ja. Das sind beides Konsularsarmeen mit 6000 Truppen. Das heißt, da können die jetzt machen, was sie wollen. Da kann ich auch gleich da einfach wieder das zurückerobern. Das ist auch kein Problem. Aber hier ist ja echt eine Menge los gerade. Ich gehe also davon aus, dass ich auch hier in meinem Kernland gleich wieder mal angegriffen werde. Hier gibt es erstmal noch 1000 Truppen, die ich für diese Armee nicht brauche. Diese Armee kann ich nochmal stärken. Ja, wir können eigentlich direkt versuchen, Cyrenaika noch zu erobern. Dann hätten wir das auch erledigt. Und dann gehen uns ja bald auch die Gegner aus, ehrlich gesagt. Zack. The Wealth of Cyrenaika. Naika? Also, wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Is small. The army is ordinary
And the soldiers are known for their lack of courage. Das lässt hoffen und unsere diplomatischen Fähigkeiten lassen ja auch nicht mehr zu, als zu sagen, kämpfen wir jetzt. Okay. Wenn wir Glück haben, hauen wir den Hauptmann ziemlich schnell um, weil der ganz vorne steht. Ansonsten ist das aber auch eine sehr kleine Armee, mit der wir da angegriffen werden. Da mache ich mir also überhaupt gar keine Sorgen jetzt gerade. Und da ist es schon soweit. Zack, drehen fast alle um. Ja, selbst die. Jetzt nur noch die Reiter. Naja. Und das war's. Das ist natürlich erfreulich. 150 Legionäre nur verloren. Das ist natürlich stark. Allerdings auch wieder eine Provinz, wo wir halt nicht rekrutieren können. Also, so eine Armee brauche ich hier wirklich nicht. So, was haben wir denn da? Sind das auch Karthager jetzt? So, das sind Karthager. Das sind Karthager. Was machen wir mit den ganzen Karthagern, frage ich mich. Ich falle jetzt einfach mal mit... Ach, die haben ja diesen Zorn jetzt schon was gemacht, stimmt. Die haben auch schon was gemacht. Ja. Die können noch nach hier ziehen. Und die können nach hier ziehen. Jetzt haben wir hier aber wirklich einiges an Truppen rumstehen, die alle hier so sind. Ich hoffe also, dass hier jetzt nicht gerade... Vorher hatten wir ja ständig hier in Dalmatia oder hier unten in Makedonia Überfälle. Aber im Moment sieht es ja gut aus, was das angeht. So. Aha, was machen sie? Narbonensis. Ja, das wird lustig. Die erste gallische Armee trifft auf die Gegner. Und das ist eine von unseren Großen. So eine... Ist das? Ja, das sieht man. Jetzt ist nämlich der Keil auch vollständig bei den 4200, also mit 4200 Infanterie Legionären. Also mit 4200 Legionären, da sind hier diese Felder nie besetzt, ne? Diese drei Felder zum Beispiel nicht. Und die sind auch, glaube ich, nicht vollzählig. Ja, da haben wir also jetzt schon eine richtig ordentliche Truppenstärke. Und das sollte überhaupt gar kein Problem sein, natürlich die Flucht zu schlagen. Haben es auch verdient hier, einfach unser schönes Narbonensia zu überfallen. So. Ja, wir ziehen uns für die Kane-Taktik erstmal ein bisschen zurück. Wir lassen die erstmal laufen, dann sind die gleich schlapp. Und jetzt geht's los. Sehr schön, da der Hauptmann direkt... Was machen die denn für eine Taktik eigentlich? Die haben auch eine komische Taktik. Eieiei. Und was haben wir? 175 nur verloren. Das ist natürlich stark. So, mit den anderen falle ich jetzt hier einfach ein. Ach, das waren noch gar nicht die da waren. Also, das verstehe ich jetzt schon wieder nicht so richtig. Naja. Oh, das ist... Die haben auch eine große Armee an den Start gebracht. Okay. Dann mache ich mal Scipio. Der soll ja ganz gut gewesen sein, dieser Scipio. Ein Bekannter von mir. Sodle. So, wir harren den Dingen, die da kommen mögen. Die Elefanten sind schon mal in die Flucht geschlagen. Die Reiter noch nicht ganz. Auf der linken Flanke. Ja, jetzt auch. So, und jetzt müssen wir nur noch die Fußtruppen irgendwie in die Flucht schlagen. Und dann sind wir fertig. Das sieht gut aus. Ja, ist noch eine Kohorte haben wir noch. Die kriegen wir aber auch noch hin. Und da sind sie weg. Ist das auch wieder gelaufen? Also, das sind schon recht unspektakuläre Kämpfe, würde ich sagen, im Moment. Wir sind denen offensichtlich so überlegen. Also, naja. So. Ach ja, okay, jetzt müssen wir da noch die Rebellion niederschlagen, die da entstanden ist. Machen wir auch Balanced Army. Oh. Hey, wo haben die denn die ganzen Truppen her? Vorher waren da keine, die ich irgendwie hätte. Also, finde ich nicht gut. Ich treibe mal einen Keil dadurch, dann werden wir die Elefanten vielleicht schnell los. Ziemlich gleichmäßige Aufstellung auf beiden Seiten. Elefanten sind gefallen, alle. Die sind wir schon mal los. Also, das verstehe ich auch nicht. Die sind sehr imposant, aber Gamechanger sind das nicht, in meinen Augen. So, die fliehen schon alle. Ich überlege, ob ich jetzt schon freigebe, vielleicht. Um hier die Mitte ein bisschen zu entlasten.
Weil auf den Flügeln passiert ja gar nichts mehr. Zack, der Hauptmann. Kriegen wir den noch? Ja, super. Das sollte... Ja, das hat ihnen den Rest gegeben. Wunderbar. Und auch den haben wir gewonnen. So, dann haben wir jetzt unser schönes Hispania wieder. Kann ich mit der Flotte was machen? Jetzt fahre ich mal mit der Flotte nach da unten. Dann kann ich nämlich von Spanien später wieder da einsteigen. Ich sehe ja schon, was hier jetzt auf mich zukommt. Ich kann das riechen. Und ich sage, das stinkt nach Fisch. Und der Fisch ist nicht frisch. Er ist von Verleinix. Und ihr wisst, dass der Fisch von Verleinix nicht frisch ist. Das ist ja der Grund, warum die sich immer kloppen da, ne? So, die sind alle nochmal ready hier. Ja, ziehen wir noch ein bisschen weiter nach da. Beide. So, und die ziehen wir hinterher. Auch da haben wir auch zwei noch. Ziehen wir mal so. Und hier unten die... Tja, wir könnten jetzt einfach Karthago überfallen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Karthago vielleicht die riesigste Armee aller Zeiten hatte. The wealth of Karthago? Ist immens. The army is strong and the soldiers are known for their fierce courage. Also das ist zumindest schon mal ordentlich da. Und wir kämpfen gegen Hannibal offensichtlich. Hannibal does not parley with junior officers. Prepare for battle. Ja, ich habe gehört, der hatte letztens so einen Ausflug gemacht mit seinen Elefanten über so Berge. Ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Also, ich bin mit keinen Elefanten in die Berge gegangen. Ich fahre lieber im Urlaub ins Meer. Frontal Assault, so. Ja, guck ich mal. Also, die haben schon eine ordentliche Armee mit vielen Reitern. Aber die Elefanten, die lassen mich ja immer hoffen, muss ich sagen. Die haben sich ja tatsächlich eigentlich nie allzu gut gezeigt. Aber es ist ja klar, dass der Hannibal da am Start sein muss. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. So, Hannibal, da geht er dahin. Hannibal ist besiegt. Ha, er schwenkt die weiße Fahne. Was ist hier los? Wo wollen die dahin? Rechts, laufen die an der rechten Flanke einfach vorbei. Was haben die vor? Finde ich nicht gut. Die hauen ab, die hauen ab, die hauen ab. Super, gewonnen. Haha. Die Karthager sind besiegt. Karthago. Haha, Karthago ist meins. Und die Zeit ist um. Was soll ich sagen? Schon mehr als eine halbe Stunde jetzt. Und aber wir stehen auch kurz vor dem Abschluss. Wir haben bald alles erobert. Es gibt jetzt noch Sardinia und Mauretania zu erobern. Und ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht in der nächsten, in der 10. Folge klappt. Und wenn das alles gut läuft, dann hätten wir alles, was es gibt, erobert. Ich vermute, dass das Spiel dann zu Ende ist. Und das wäre eine Sensation, denn wir wären 300 Jahre schneller als die ganzen anderen Cäsaren, die das ja auch irgendwie gemacht haben und hingekriegt haben. Aber wir wären halt jetzt früher dran. Abgesehen davon, dass wir uns nicht haben in Germanien stoppen lassen da, ja. Und auch nicht in Britannien. Kein Hadrianswall da, sondern wir haben das durchgezogen. Falls die nochmal fragen, ne. Aber ich befürchte eigentlich, die haben auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt. Gut. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr mit dabei wart in der 9. Folge hier dieser Let's Play-Reihe zu Centurion. Hoffe, es hat euch gefallen. Es ist sicherlich nicht das spannendste Spiel aus heutiger Sicht. Es ist ein relativ klassisches, rundenbasiertes Strategiespiel vor historischem Hintergrund, das mit Sicherheit etwas mehr diplomatische Aspekte auch vertragen könnte. Ihr merkt ja, man muss eigentlich auch gar nicht so viel machen. Ich meine, es liegt natürlich zum Teil auch am Schwierigkeitsgrad. Aber so ein bisschen mehr Micromanagement hätte man sicherlich einbauen können. Auch 1990 schon. Ja, schade eigentlich. Ich glaube, einen kleinen Ticken mehr und das Spiel hätte mehr Fans. Es ist kein schlechtes Spiel. Aber es ist eben auch keins, was einen so total aus den Socken haut. An dieser Stelle möchte ich übrigens ausdrücklich mal meinen Freund Michi grüßen.
Der guckt wahrscheinlich das hier gar nicht. Aber von dem habe ich dieses Spiel. Ich habe den vor einiger Zeit auch den Originalkarton bekommen. Ich habe es auch damals bei ihm kennengelernt und dort gespielt. Ich habe das als Originalspiel schön auf 3,5 Zoll Diskette letztens mit allem drum und dran bekommen und deshalb vielen Dank, Michi. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Schaut euch auch die anderen Sachen auf meinem Kanal an, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald, euer Thomas von TomTomGames.